Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 146. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir haben den Berg soweit fertig. Ich überlege gerade, ob wir das hier noch ein bisschen breiter machen. Aber ich glaube, an sich reicht das jetzt erstmal. So sieht das ganze Ding von der anderen Seite aus. Einen Moment. Tada! Gar nicht schlecht. Ist noch nicht perfekt, aber ist schon mal gar nicht schlecht. Ich werde hier die Seite noch ein bisschen besser machen. Es soll halt immer noch ein bisschen natürlich aussehen. Also natürlich, wenn man einen Berg aufschüttet, wird es nie so wirklich natürlich aussehen, weil... Also man ist halt nicht die Minecraft World Generation in Person. Aber so ungefähr werden wir das schon hinkriegen. Hier die Seite ist halt auch noch nicht sehr schön. Den Baum werde ich da jetzt einfach einbauen. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Und der Baum noch weniger. So. So zwei hohe sind okay. Drei hoch muss jetzt nicht sein. So. Sieht besser aus, vor allem wenn das alles endlich grün wird. Und wir haben hier auch noch diesen Fluss gemacht. Beziehungsweise verbunden. Da war Wasser. Oh, da fehlt auch noch Wasser. So. Hier war Wasser und da hinten war Wasser. Und das haben wir jetzt einfach verbunden. Ich finde, es sieht ganz cool aus. Und ich überlege halt, ob wir hier vorne... Elytra, jetzt mach doch mal hin. Ob wir hier noch verbinden. Und dann eine Brücke bauen, vielleicht hier auf der Höhe. Nach da drüben. Oder halt wirklich auf der kompletten Höhe. Dann wenn wir hier das halt nochmal rund wegmachen. Auch wenn ich es an sich ganz schön finde. Oder wir machen es halt echt auf der Höhe. Ich glaube, wir machen es auf der Höhe hier. Machen das Wasser einfach weiter. Ich glaube, wir machen das jetzt. Komm, wir machen das jetzt einfach. Ich wollte gerade eh noch nicht mit dem Haus auf dem Berg anfangen, deswegen passt das gerade eigentlich ganz gut. So, aber wie ist die Frage? Machen wir das jetzt hier einfach so straight durch? Ich gehe mal davon aus, ja. Ding ist, die Integrität dieses Feldes und die Integrität, ich kann das Wort nicht mehr aussprechen, weil man benutze ich es denn, die Integrität dieses Hauses muss halt auch bestehen bleiben. Das ist noch so ein bisschen die Challenge. Ich würde natürlich das Haus auch einfach weghauen, das wäre leichter. But I like a little challenge. Eigentlich nicht, aber sieht halt schön aus, wenn das Haus bleibt. Deswegen bleibt das Haus. Passen wir natürlich da jetzt ein TNT reinzusetzen und dann hetzt sich das Ganze auch. Aber das machen wir jetzt mal nicht, weil wir sind ja in einem Let's Play und nicht in der Creative World, wo ich das Haus dann einfach wieder neu bauen würde. Hallo. Ne? Von daher. Gehen wir mal eben pennen und uns eine neue Schippe machen. Hallo Pferd. Ich liebe die Elytra. Die Elytra ist so eine nice Erfindung. So, ich habe einen Schluck getrunken. Wie meistens, wenn wir hier pennen gehen. Machen wir uns eine neue Schippe. Ich fand, wir hatten in den letzten Folgen relativ guten Gesprächsstoff. Im Vergleich zu sonst. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass wir sonst schlechten Gesprächsstoff haben. Aber die letzten Folgen fand ich persönlich ganz gut. Also, ja. Da tappe ich mir selber auf die Schulter und gebe mir ein A for effort. Vielleicht ein B für das, was ich letztendlich gelabert habe. Aber es geht auch deutlich schlecht. Könnte ich jetzt natürlich auch Weibergeschichten aus dem Club erzählen, wenn ich so welche hätte. Zum Glück habe ich so welche nicht. Gut. Füllen wir das hier mal auf. Warum sollte ich da eine Fackel hinsetzen? Ganz im Ernst, Minecraft. Denkt doch einmal nach. Hallo. Schwimm. Also das Fluten geht halt deutlich schneller, als ich dachte.
Bauen ist jetzt nicht das Effizienteste von der Welt. Alles abbauen. Wo ist die Strömung? Da ist die Strömung. Hier geht die Strömung rein. Ach so. 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 Tada! The Fluss ist Vertic. Das war mal ein beschissener amerikanischer Akzent oder englischer Akzent. Das war eigentlich überhaupt kein Akzent, das war einfach. Lass uns einfach. Ich fände gerade irgendwie. Warte mal. Ich baue das jetzt nicht ab. Alter, mein Lenkrad geht schon wieder an. Meine PlayStation ist kaputt. Meine PlayStation ist kaputt. Ich hab ein Lenkrad angeschlossen, weil ich halt Formel 1 spiele ab und zu. Also selten, aber ich habe ein Lenkrad angeschlossen. Und wenn das angeht, kalibriert sich das einmal und geht so einmal komplett nach links und einmal komplett nach rechts. Und dabei macht es immer so. Und das hat's gerade gemacht. Und ich habe es nicht angemacht. Und ich habe die PlayStation nicht angemacht. Und ich habe das Lenkrad nicht kalibrieren wollen. Und das ist schon das vierte Mal, dass es das jetzt macht, seit ich hier aufnehme. Und langsam verliere ich den Verstand, weil ich habe die PlayStation nicht mal angemacht. Gut, so viel dazu. Danke für eure Aufmerksamkeit. BRB, kauf mir eben eine neue PlayStation-Kappa. Bin sehr froh, dass mein PC endlich so gut ist, dass ich die PlayStation nicht mehr brauche. Außer für die Spiele, die ich halt nicht auf dem PC habe. Dafür brauche ich die natürlich dann schon. Aber ich habe die halt, seit ich den PC habe, glaube ich, dreimal benutzt. PC habe ich jetzt seit Weihnachten, also ist jetzt kein kleiner Zeitraum. Kein kurzer Zeitraum, besser gesagt. Mann, hör doch auf mit den Fackeln. Fackel doch nicht lange rum. Ich weiß, der war schlecht, aber ich stehe dazu. Hier kann jetzt wirklich meine Fackel hin. So, das Problem ist gerade, dass der Weg ein bisschen über dem Feld liegt. Und das ist nicht so cool. Das heißt, im Endeffekt heißt das, nein, ein Flint. Oh, weg. Im Endeffekt heißt das Ganze ja nur, dass wir jetzt zack, zack, zack machen. Hör auf damit, Zombiefleisch. I don't need you. I don't want you. So. 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 Nein, I don't need you either. So. Hier können auch noch so Slabs hin. Das muss jetzt halt alles ein bisschen tiefer. Muss schon wieder niesen. Und ich kann schon wieder nicht. Alter, das ist gerade unangenehm. Heilige Maria. Warum habe ich hier Einguckmatten? Ja. So, passt auf. Machen das wie folgt. Es folgt eine Demonstration. Keine Querdenker-Demonstration, sondern eine Demonstration mit Hand und Fuß. Nein, Spaß. Das lassen wir. Also nicht nein, Spaß, aber damit befassen wir uns hier überhaupt nicht auf diesem Kanal. Da haben wir absolut einfach keinen Nerv für, weil wir wollen hier zocken und nicht über irgendeine politische Scheiße reden, was eh nichts bringt, weil wir nicht die sind, die an der Macht sind, beziehungsweise wenn ein Typ, der Minecraft auf YouTube spielt, wen juckt's? Was ich sage zu Themen, die gerade passieren in der Welt. Ich habe halt auch meistens entweder gar keine Meinung dazu, weil es mich einfach wirklich nicht interessiert, oder ich habe eine Meinung, die niemand teilt, und in beiden Fällen halte ich einfach mein Maul, weil es niemanden interessiert, weil ich keine Meinung habe. Keine
Meinung, die ich jetzt unbedingt preisgeben möchte. Oder muss. Ich habe da kein Bestreben, das zu machen, weil ich mir so denke, was habe ich davon? Jetzt jedem zu sagen, dass ich finde, dass bla bla bla. Das bringt mir selbst jetzt nicht mega viel. Es nervt wahrscheinlich andere. Und im Endeffekt bringt es auch nichts, dass ich das jetzt mache. Da kann ich auch einfach leise sein. Wir brauchen Cobblestone. Zur Abwechslung. Und ich bin zu faul zum Laufen. Und der gute alte Steinbruch ist ja immer noch da. Und ich habe ganz vergessen, dass ich in der ersten Folge, die ich heute aufnehmen wollte, in Folge 143, ja, ist schon ein bisschen her, wollte ich eigentlich auch noch erzählen, dass wir hier diesen Minenschacht gefunden haben. Hallo Zombie! Verpiss dich! Hier, den Minenschacht da. Den wollte ich euch noch erzählen, weil ich das interessant fand und eigentlich da auch mal reingehen wollte. So wie jetzt, zum Beispiel. Baue ich einfach die scheiß Steine ab, ist mir jetzt auch egal. Wir haben gar keinen Platz im Inventar. Das wollte ich euch noch erzählen, dann wollte ich das halt auch machen. Und jetzt habe ich es komplett vergessen für 4 Folgen. Nochmal wieder ganz clever. Aber ist auch egal, ich meine, hier ist eh nichts Besonderes wahrscheinlich drin. Und die Monster werden jetzt auch keine Herausforderung für uns. Also ist es im Endeffekt auch Wuppe. Also wir brauchen irgendeine Anzahl an Kobbel, die man durch 3 teilen kann. Hier ist noch Eisen, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich höre einen Zombie. Gut, dass der mir nichts kann. Komm doch. Überraschung. Was eine Überraschung. Okay, ich habe einen Stack. Das heißt, ich bräuchte noch 2. Und dafür lasse ich das Gras einfach mal liegen. Who the fuck needs Gras? Also, normales Gras, jetzt nicht. Grasgras. Da könnte ich es noch verstehen, wenn man da sagt. Das finde ich aber... Na komm, lass mal das. Gras in Minecraft wäre auch witzig, dann siehst du ja alles so komisch. Redet auf einmal die Kuh mit dir. Man merkt, dass ich noch nie high war. Ich keinen Blassen habe, wie es ist. Außer, dass das alles witzig ist und man Hunger hat. Interessante Themen. Wir wandern von Flussbau zu Querdenkern zu Gras. Bam! Und bam! Bam. Bam. Das ist viel zu viel. Bam, 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 padam. Ist mir egal. Kann hier irgendwas weg? Ja, kann es. Zack. Her damit. Wir haben viel zu viele Steps. Und kein Gravel dabei. Außer die 4, die wir noch haben. Die zählen nicht. Da, den brauche ich. Bin so faul, dass ich nicht mal das laufen möchte. Aber ich meine, wofür haben wir uns die Elytra denn auch erkämpft? Also, bin so froh, dass das so schnell ging, dass wir nicht lange im End sein mussten, bevor wir das Ding gefunden haben. Bin da so froh drüber. Wirklich, ich kann es noch nicht mal beschreiben, wie froh ich bin. Weil es mir schon so oft passiert ist, dass ich Stunden im End war. Es ist mir schon 2-mal passiert. Als ob das schon immer noch nicht... Es ist doch eine Scheißfrechheit, was hier schon wieder passiert. Well. That was a bit stupid. So... Danke, Timer! Nett von dir, dass du das sagst. Irrelevant, aber nett von dir. Ich baue eh noch weiter. Du kannst mir nichts. Du kannst mir nichts. So, jetzt geht der Weg bis hier. Und dann läuft man gegen dieses Scheißfeld. Ist es euer Ernst? Ist es einfach gerade dein Ernst? Bin
ich nicht cool. Finde ich wirklich nicht cool von dir. Machen wir noch so. Zack. 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 So. Mir auch egal jetzt. Gut. Folge hat mal wieder Überlänge. Ah, fuck. Wir gehen mal wieder zum Pausenende, zum Folgenende pennen. Zum Pausenende fennen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, die hier jeden Tag kommen. Ihr kennt den Drill. Dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.